Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir ein neues Wohngebiet beziehungsweise ballern hier mal richtig Häuser jetzt rein. Dafür war das Ganze gebaut worden und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Wer möchte, kann mich unterstützen, indem er noch Kanalmitglied wird. Hier gibt es zwei Stufen. Zum einen bekommt ihr ein cooles Treue-Symbol und ihr könnt Emojis benutzen. Und ist natürlich komplett freiwillig. Und wer sich fragt, wie kann man mich denn sonst unterstützen? Hier oben gibt es noch den Merch-Shop. Mit richtig coolen Tassen, aber jetzt weiter mit dem Video. Und zwar an dieser wunderschönen Stelle, die ich vorher schon mal gebaut hatte. Und hier fehlt es eindeutig noch an vielen, vielen Häusern und hier vorne an Gewerbegebieten. Da haben wir auch dieses Modern City Center, das heißt, die Gebäude sehen gleich komplett anders aus, die entstehen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und deswegen bauen wir jetzt mal ganz kurz hier diese Gebäude hin. Ach, guck mal, da entsteht sogar so eine richtig lange Linie, das ist richtig schön. Was wir aber noch machen werden, ist hier einen Weg rausziehen, einfach damit man hier auch die Möglichkeit hat, rauszulaufen. Und am Strand entlang, also ich finde ja so einen Weg, der lockert halt immer mega auf, ne? Auch wenn der sehr, sehr lang ist an der Stelle. Aber ist nicht schlimm, man kann jetzt parallel zur U-Bahn da langlaufen. Und hier auch nochmal hinlaufen, da wo der Zebrastreifen ist, alles gut. Hier ist natürlich ein bisschen nach oben, was jetzt nicht so schön aussieht. Jetzt können wir nochmal ein bisschen bügeln und dann geht's aber ab. So, es ist viel passiert in der letzten Woche. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich glaube, einige von euch. Und zwar wurde ja City Skylines 2 angekündigt für dieses Jahr noch. Wann das genau rauskommt, ist noch nicht bekannt. Aber es gab wohl im letzten Jahr schon, oder im, ja doch, im letzten Jahr, glaube ich, schon Tests von großen City Skylines-Tubern. Ja, Tubern heißt jetzt nur noch bei mir, cool. Und die konnten das ganze Ding schon probespielen. Ich jetzt nicht, weil als deutscher Kanal der... Ja, der zwar ordentlich ist, aber nicht so viele andere Sprachen erreicht, war halt nicht eingeladen, was jetzt auch nicht schlimm ist, by the way. Und das wollte ich nochmal ganz kurz mitteilen. Und City Skylines 2 Videos, beziehungsweise Infovideos, sind ja auch schon rausgekommen. Also ich hatte nicht, ich habe ja gesagt von wegen, dass ich nicht glaube, dass das rauskommt, weil es halt noch so viele DLCs gab jetzt. Aber, man kann sich ja irren, aber ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass es rauskommt. Kann sein, aber, ne, wisst ihr Bescheid. So, und da wird es auf jeden Fall noch das ein oder andere Video zu geben. Vor allen Dingen wollte ich die Tage auch mal ein Video dazu bringen, was mit euren DLCs passiert. Beziehungsweise ich meine, was mit den DLCs passiert. Ich kann das mal ganz kurz anteasern. Und zwar, ich weiß ja nicht, wer noch andere Spiele besitzt. So als Beispiel die Sims. Oder aber auch, fällt jetzt gerade kein Spiel ein. Aber überlegt mal, wie es bei den meisten Spielen mit DLCs abgeht. Und dann überlegt euch mal, wie es wahrscheinlich bei Cities abgeht mit den DLCs. Deswegen da nochmal ganz kurz die Info. So, und das entsteht jetzt hier gerade und es geht auch mega gut ab. Und es wächst. Ich wollte jetzt nur nicht die ganze Zeit hier über Cities Skylines 2 reden. Ist natürlich auch ein schönes Thema. Aber das Problem ist, sollte jemand dieses Let's Play, was hier gerade läuft, später gucken, dann ist es natürlich blöd, wenn ich die ganze Zeit über City Skylines 2 rede, obwohl das Ganze dann schon draußen ist. Und ja, dann gucken Leute auch noch dieses Let's Play hier. Oh, der war jetzt krass. So, was machen wir denn nochmal ganz kurz? Wir ballern jetzt noch... Ah ne, da ist ja schon so ein Ding. Noch eine Hüpfburg. Ja komm, warum nicht? Hüpfburg geht immer. Dann hier nochmal Modern City Center rein. Da entstehen jetzt die Wohngebiete. Hier ist, glaube ich... Ne, da ist doch gar nichts zwischen. Ne? Da kommen jetzt auch noch Wohngebiete rein. So und so. Und was auch noch relativ häufig ist, es kommen super viele, ja nicht super viele, aber ein paar Leute kommen halt immer rein bei meinen Livestreams und fragen, wann ich denn mal wieder City Skyline livestreame. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da Bock drauf, natürlich, ich spiele super gerne, aber Livestreams finde ich zwar zwischendurch ganz cool, aber so im Großen und Ganzen streame ich eher andere Spiele, weil ich spiele das ja jetzt hier auch schon, ja nicht jetzt die ganze Zeit, aber auch ein bisschen häufiger. Und deswegen streame ich dann weniger das hier. Wahrscheinlich bei 2 wird es dann wieder angezogen werden, dann wird es wahrscheinlich sehr krass ausprobiert werden. Und Link dazu in der Videobeschreibung. Also wer auch mal andere Spiele sehen möchte, guckt euch mal den Link an, da ist passiert auf jeden Fall öfter mal eine Menge. Öfter mal eine Menge, bester Satz einfach. So, also wir haben zum Beispiel letztens Sons of the Forest gespielt, Sonntag kommt immer Minecraft. Letztens haben wir auch Pummelparty gespielt mit Zander und Zintika und Mermaid.
irgendwas, hat auch mitgemacht. Also nicht jetzt in dem Spiel, sondern im vorherigen Video mal. Auf jeden Fall einfach mal reingucken. Ist für den einen oder anderen bestimmt was dabei. Und man kann direkt Fragen stellen. So. Ich glaube, dieses wunderschöne Einwohnergebiet geht jetzt weiter ab. Es ist bald auf Stufe 30. Auf 30.000, aber 34 haben wir die nächste Stufe. Dann können wir endlich Helikopter machen. So, ich das hier bauen wollte, ist ja ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass ich Helikopter bauen wollte. Boah, wir haben voll viel Strom gerade. Geil. Okay, hier ist halt noch sehr, sehr krasses Staupotenzial. Da müssen wir eventuell noch irgendwas reinmachen oder umbauen. Aber wir lassen die Leute hier erstmal einziehen. Und vor allen Dingen können die Leute auch hier abfahren, oder? Ah doch, abfahren können sie. An diesem wunderschönen, bunten... An dieser wunderschönen, bunten Ausfahrt. Manche sagen, die wird viel Verkehr nicht standhalten. Aber wir werden mal gucken, was passiert, ne? Das wird bestimmt geil. Ich würde gerne die Note hier entfernen, aber da habe ich irgendwie Angst. Und vor allem, das Ding funktioniert mit Ampeln. Da bin ich auch noch gespannt drauf, wie die performen. Und realistisches Parken ist echt krass. Guck mal, wie viele Leute hier parken. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja viel zu viel gefühlt. Und sehr, sehr großflächig. So, aber wo wir jetzt gerade auch an der Ecke hier sind, wäre hier nicht mal wieder Platz für ein geiles, einzigartiges Gebäude. Das könnte man echt mal reinbauen. Gerade hier in dem Bereich, wo halt auch so ein kleine, ja, keine Innenstadt, aber so ein bisschen anders aussieht, wäre das, glaube ich, ganz geil, wenn wir das hier auch noch mit einbringen würden. Wir haben einen offiziellen Park. Colossal Order. Ich glaube, dieser Klotz wird sich da, glaube ich, ganz gut machen, oder? Das sind einfach die City Skyline. Haben die echt so ein... Ne, die haben nicht so ein Haus, oder? Hätten sie gerne. Oder haben die so ein Haus? Nee, oder? Nee. Nein, die machen doch nur ein Spiel. Naja, gut, die machen ein paar mehr Spiele, aber für so ein Haus reicht es dann, glaube ich, nicht. Jetzt nimm doch das hier. Nice. Ah, geht auch nicht. Warte, wir machen einmal ganz kurz weg. Damit wir dann nochmal neu setzen können. Und zwar so, dass wir auch perfekt drumherum kommen. So. Hier machen wir natürlich... Wer hätte es gedacht? Asphalt hin? Oh, das ist ein bisschen viel Asphalt. Ja, 2000er Pinsel ist noch ein bisschen mehr Asphalt. Jetzt sagen alle, hey, die Bäume, die da sind, das ist aber blöd. Sag ich, stimmt, ändern wir sofort. Weil, wie war das nochmal? Ich habe doch so eine Mod drauf. Hier. Bobby. Da ist Bob. Wir klicken es an und drücken Bob. Da ist der Bob. Wie war das nochmal? Wir müssen die Bäume... anklicken. Baumvariante angeklickt und jetzt machen wir Verstecke sie. Warte, hier. Ja. Und speichern. Endlich. Diese Kackbäume, die da waren. Aber ist ja egal, wir können ja theoretisch nochmal hier machen. Was heißt denn Flower Blumenbeet? Das hier. Müssen wir jetzt auf einzeln tun. Und Shift P drücken. Oh Mann, diese Kürzel alle. So. Ja, ein bisschen Blume ist ja doch drin jetzt. Hier ist ja, glaube ich, auch ein Haupteingang oder so. Einer der Haupteingänge. Warte, kann ich das nicht so... Ja, nee. Kann man ausrichten, aber nicht richtig gerade. Und dann machen wir hier noch einen Food Truck. Gibt sogar eine Mod, da könnte man jetzt hergehen und das als Platz deklarieren. Dann würden sich da auch Leute sammeln. Ja, das ist gut, glaube ich. In New York, also ich war ja mal mit Manuel, meinem Bruder, in New York gewesen. Und da hatte man an jeder Ecke gefühlt so einen Hotdog-Stand. Und da, also da haben wir uns auch ab und zu mal einen Hotdog geholt. Und das war schon lecker und geil, aber das war halt einfach nur ein Dollar oder so. Und dann dachte ich, also im Nachgang dachte ich mir, boah, das ist bestimmt... Oh, was ist das denn jetzt? Da dachte ich mir so, oh, da ist bestimmt gutes Fleisch drin. Aber trotzdem geschmeckt, davon ab. So, das geht darum, hier ist der große Parkplatz, da ist das große Gebäude von Colossal Order. Hier könnte man noch ein paar Bürogebäude hinmachen, dann hätte man das auch. Manche haben gefragt, ob wir auch nochmal ein bisschen mehr Fußgängerzone machen. Wäre natürlich auch noch eine Variante, die wir mit reinbringen könnten.
Aber dazu später, also klar, Fußgängerzone kommt hier noch irgendwo rein. Das war ja nicht die letzte, die wir da haben. Aber ich glaube, hier vorne jetzt nicht in dem Strandbereich. Da ist schon ganz geil. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal eine Straße machen, die so am Strand entlang geht bis hierhin. Dass wir das hier neben der U-Bahn vielleicht... Na, neben der U-Bahn ist zu eng. Hier machen wir das, glaube ich, hin. Guck. Warte, so. Ja. Dann machen wir diesen Weg nochmal bis zu der Kante da vorne. Ah, die Autos sind echt dumm am Anfang. Oh, das ist eins der Punkte, die ich mir super gerne wünschen würde. Mehr KI. Für ein anderes Spiel. Warte. Ja, die Straße geht dann natürlich jetzt ein bisschen weit hoch. Ich ziehe die mal ganz kurz runter. Ach krass, ich dachte, von so hat es gerade ausgesehen, als wenn das so eine Kuhle wäre. Aber ist gar nicht, ne? Voll gut. Ja, ist eine leichte Kuhle, aber ist immer noch viel, viel höher als das. Das meinte ich damit. So, das haben wir soweit fertig. Hier könnte man die Straße... Ne, die lassen wir, die Straße. Also ich wollte jetzt nicht noch ein bisschen anschrägen bzw. runder machen, weil dann würde ich das eine Gebäude da auch mit weghauen. Das wäre echt doof. Aber da fahren schon mal einige Leute hin, warum auch immer. Die wollen da parken, als ob. Ach stimmt, weil es da keine Parkmöglichkeiten gibt. Lol. Oh, warte mal, dann das ist doch perfekt hier. Das ist doch einfach perfekt. Warte. Machen wir so. Dann können wir hier gleich ein paar Parkplätze noch dran machen. Ah, das ist höher. Ach, Manno. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir den Bügelautomat hier oben ein bisschen hin, dass wir die Höhe lassen auf jeden Fall. So. Und dann passt das auf jeden Fall hier mit der Erhöhung, dass da jetzt kein... Also, dass die Straße nicht so nah am Weg ist. Dann würden wir auch die Gebäude wegreißen irgendwo. Das finde ich dann nicht so gut. So, Parkplätze, wo seid ihr? Da. Eins. Lol, wie die Gebäude direkt sich freuen, wie cool. Aha, oh Mist, Schiff P ist noch aktiviert. Ah, jetzt sind die Gebäude mittendrin. Die Bäume sind mittendrin, ich sehe es. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Damit das nicht passiert. So, das ist klar. Das geht dann dahin. Hier sind noch ein paar Bäume. Alles gut. Man kann hier an der Straße parken. Kann man so lassen. Aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt auf der Straße zumindest Halteverbot reinmachen. Und unten wird es eine andere Straße. Eine mit Bäume. Da sind dann eh keine Parkplätze. Wenn wir jetzt mal ganz kurz so machen. Bäume aber in der Mitte. Und jetzt nehmen wir noch diese Palme hier. Warte, wo sind wir? Da. Und packen die auf die Straße. Warte, wie war das nochmal? Wie kriegt... Ah, genau, ich glaube... Ich glaube, einzeln... Ja, so ist gut. Boah, die Gebäude einfach... Di-ding, 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 so die ganze Zeit... Und jetzt nochmal ganz kurz einen Weg da dran, damit man auch von der anderen Seite relativ zu den Parkplätzen kommt. Oder wenn man hier parkt, dass man direkt hier rüberlaufen kann. Also wäre das in echt, würden die Leute eh darüber laufen, ne? Also wir kennen ja die Leute. Wir kennen ja die Menschen. Die denken sich so, also die würden hier oben stehen und denken, boah, ich laufe jetzt nicht einmal rum, um da hinzukommen. Die würden dann einfach über die Wiese laufen, auch wenn die gerade frisch wäre. Das wäre denen egal. Ja, so Leute gibt's. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Außer wenn die ganz, ganz frisch wäre. Dann nicht. Dann würde ich ein schlechtes Gewissen haben. Dann würde ich da nicht drüber laufen. Guck mal. Das ist ein Weg. Sehr gut. Da ist auch nochmal schön. Guck mal, ein bisschen anschrägen hier so. Hier machen wir auch nochmal ganz kurz einen Weg hin. Da kommen natürlich nachher noch alles voller Bäume. So. Und hier vorne können jetzt noch ein paar Geschäfte hin. Und zwar kleine Geschäfte. Waren die klein? Ich hoffe. Ja doch, die waren heller als das andere Ding. Okay.
So, das dazu. Ich weiß gar nicht, warum hier keiner wächst. Schade eigentlich. Und wenn man jetzt mal ganz guckt, Modern City Center sieht halt genau so aus. Man hat dann... Also eigentlich wie bei uns in den Städten hat man hier jetzt diese Front von den Gebäuden, genau wie hier. Das ist doch toll, oder? Das war mal so ein Mini-Upgrade-Pack für 4,99, glaube ich. Finde ich gut. Ja, hier sagte jemand, dass diese Kreuzung nicht so gut performen würde. Aber warten wir mal ab, bis alles eingezogen ist. Ich glaube, die ist echt kacke, die Kreuzung. Da auch, da haben wir Omega-Schau, werden wir uns später drum kümmern. Macht Zukunftspeter mal. Wenn wir da ein bisschen mehr, wie heißt es? Wenn das Ganze hier mal ein bisschen mehr ausgeprägt ist. So, mir fällt aber was ein. Wir brauchen unbedingt ein paar Verbrenner, ne? Da ist nur einer. Und den anderen könnte man tatsächlich hier oben dran machen. Aber dann muss der mal so weit fahren, ne? Aber wäre okay, glaube ich. Hier, einfach dahin. Dann fährt er da raus, fährt hier ein bisschen rum. Da ist wie gesagt auch noch einer. Krankenhäuser haben wir sehr weit entfernt. Also hier muss auch noch ein Krankenhaus hin. Warte mal, das kostet 4.800 Patienten. 2.400. 500. Wir nehmen das hier. Verhältnis ist das eine zwar... Also es passen mehr in dem anderen rein, aber im Verhältnis ist das hier cooler. Das passt soweit. Da können wir gleich noch Asphalt hinkneten. Also realistisches Parken ist wirklich krass. Das ist ja alles voller Parkplätze. Das ist mir schon fast zu realistisch. Oh nein, er hat es nicht vorbei. Ah ja, warte mal, ich kann direkt so machen, oder? Warte. Könnte es direkt verbinden. So. Boah, neben dem Haus will ich auch... Guck mal, wenn du hier wohnst und da brät die ganze Zeit... Da denkst du dir auch so, boah, das riecht heute wieder komisch. Und dann sind es Leichen. So. Was hier jetzt eindeutig fehlt, ist ein Autobahnkreuz, was später gut performt. Das performt halt richtig scheiße. Also nehmt das nur in Regionen, wo nicht so viel Verkehr ist. Aber was hier noch fehlt, sind Schallschutzwände an den Autobahnen. Deswegen nehmen wir dreispurige Autobahnen mit Lärmschutzwand. Boah, da die spawnen ja schon Autos, während die fahren. Sind die so lange unterwegs, oder was? Ja, hier ist der Despawner an. So sieht's aus. Ach krass, wie man hier alles anklicken kann. Und hier dann auch noch ein bisschen, weil das ist ja relativ nah immer dran. Und gerade auch für die Sicherheit, ne? Ja, da geht's nicht, da geht's unterirdisch. Oh ja, komm, wir fahren hier gemütlich rum. Die Frage ist echt, was passiert, wenn ich die Ampeln aus diesem Konstrukt rausnehme? Es ist nur hier eine Ampel. Weil klar, fahren dann alle auf einmal und blockieren sich ganz gut. Aber besser, als wenn die da die ganze Zeit warten, ne? Ich glaube, es geht schneller. Also wenn wir jetzt ein bisschen warten werden, ist das, glaube ich, schneller ab... Also sind die Autos schneller weg, als hinten drauf kommt. Da ist schon komplett weg jetzt. Da müssen wir echt gucken. Die kreuzen nicht halt die ganze Zeit, ne? Da auch, da staunen die sich. Und die wollen einfach nur alle auf der Autobahn. Und die wollen alle runter von der Autobahn. Aber lass mal laufen. Performt gleich gut, hoffentlich. So, da ist auch eine Autobahnauffahrt, da kann man rauf und runter. Da ist eine U-Bahn-Haltestelle, da ist das große U-Bahnhof mit Platz. Hier entstehen gerade die Modern City Center Gebäude. In der Mitte sind auch einige Wohngebiete entstanden und hier haben wir auch maximal Stau gerade wieder. Da werden wir uns später drum kümmern. Da machen wir jetzt nochmal ein paar Geschäfte. Ne, gar nicht, hier machen wir ein paar Bürogebäude hin. Aber am meisten sind gerade Wohngebiete gefragt, wenn man mal ganz kurz unten guckt. Ne, das machen wir weg. Da machen wir, glaube ich, Asphalt hin. Achtung. Hier ist geil, hier ist der Baum direkt in so einem, ne? In so einem Trichter, wollte ich gerade sagen. In so einem Topf. Ja, ein Topf ist das, glaube ich, auch nicht. Aber warte mal, das ist ja dann auch kacke, wie das hier aussieht, ne? Da muss später was entstehen, damit das einigermaßen besser hier aussieht.
Da, sowas. Ja, perfekt. Hat direkt funktioniert. Hier ist noch eine Schule. Ne, gar nicht, eine Feuerwehr, ne? Oder eine Post. Eins von beiden. Und hier ist eine Schule. Genau, hier war eine Schule, da war eine Post. Postamt und Schule. Ja, also ganz im Ernst. Guckt euch mal an, wie wir jetzt hier parken. Da auch alles voll. Also wenn wir danach gehen, müssten wir 8 Millionen mehr Parkplätze haben, gefühlt. Also wie in echt eigentlich, aber das ist halt... Ja gut, wenn man sagt, aktiviere realistisches Parken, dann macht es irgendwo schon Sinn, ne? Oder es ergibt schon Sinn. Sinn kann nicht gemacht werden, glaube ich. Ja, das ist gut. Was macht unser Park eigentlich? Mit den Wandertouren? Ah, guck mal, Unterhaltung bis zur nächsten Stufe. Ja, da müssen wir eigentlich nächstes Mal reinballern, dass der Park die maximale Stufe bekommt. Was ich dir gerne noch gucken wollen würde, wäre, was unsere Touren machen. Ui. Mann, Mann, Mann. Anreiz 302. Ja, keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Aber laufen tut da gerade keiner. Ärgerlich. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Aha, jetzt läuft's doch.